Wir bringen eine Stellungnahme von Bürgermeister Gerhard Fraumberger zur letzten Gemeinderatssitzung mit dem Schwerpunkt Multiversum. Der Schwerpunkt der Gemeinderatssitzung war das Multiversum. Wie wurde über das Multiversum abgestimmt? Wir haben wichtige Beschlüsse gefasst. Einerseits eine Syndikatsvereinbarung, dass jetzt die Stadt 100% Stimmrechte in der Multiversum Betriebs GmbH hat. Und zum anderen Teil haben wir es geschafft, dass die Stadtgemeinde Schwechat hier in die Sicherstellung kommt, dass das Multiversum jetzt über Jahre sichergestellt ist im finanziellen Bereich. Das heißt, dass wir das Multiversum, unsere Veranstaltungshalle in Schwechat, hier für die weiteren Jahre diese Sicherheit gegeben haben, um jetzt endlich auch veranstaltungstechnisch, hier aber auch wirtschaftlich, der Herr Geschäftsführer ist ja sehr gut unterwegs, dass wir hier diese Wirtschaftlichkeit unserer Veranstaltungshalle sozusagen Klarschiff bekommen. Wie sieht das in Zahlen aus? Also in Zahlen sieht das so aus, dass wir derzeit auch die Bundeshaftungen, und das ist jetzt seitens der Wirtschaftsprüfungskanzlei, es gibt da auch Ratings für diverse Firmen, dass wir hier diese Sicherheit geschafft haben, dass auch die Kredite, die hier jetzt im Multiversum laufen, dass diese Kredite auch dementsprechend niedrig verzinst werden. Das heißt, wir nehmen 4,2 Millionen Euro in etwa in die Hand als Sicherstellung der Stadtgemeinde Schwechat gegenüber der Veranstaltungshalle. Und obendrein müssen wir natürlich auch gewährleisten, dass sollten Bundeshaftungen hier jetzt nicht eintreten, das bewegt sich bei 1,2 Millionen pro Jahr, dass auch hier die Sicherheit für das Multiversum gewährleistet ist. Es wird immer seitens des Multiversums gesagt, der laufende Betrieb ist gewährleistet, kann abgedeckt werden, es sind die Altlasten. Also wenn ich die Finanzpläne, und ich kenne diese Finanzpläne vom Multiversum bis ins Jahr 2019, die Zuschüsse der Stadt Schwechat zum laufenden Betrieb werden Jahr für Jahr weniger. Das heißt, der Geschäftsführer ist angehalten, die Wirtschaftlichkeit der Halle zu steigern, um eben von der Stadtgemeinde Schwechat die finanziellen Zuwendungen zu reduzieren. Und das geschieht auch in den nächsten Jahren. Den Bürger, die Bürgerin interessiert aber jetzt, was muss sie dazu zahlen, wie belastet es die Schwächerterinnen und Schwächerter? Ich möchte jetzt nicht den Voranschlag, der im Dezember beschlossen werden soll, in der Gemeinderatssitzung vorwegnehmen. Aber ich meine schon und ich hoffe auch, dass die einzelnen Fraktionen hier, wo sie auch eingeladen waren, zur Haushaltskonsolidierung ihren Beitrag zu liefern, auch zum Voranschlag dementsprechend ihren Beitrag zu liefern, rechtzeitig vor der Gemeinderatssitzung. Ich denke nur daran, im Jahr 2014 haben es die Oppositionsparteien geschafft, viermal aus dem Gemeinderat auszuziehen. Das ist klassisch für mich Arbeitsverweigerung, ohne neue Ideen hier einzubringen. Sich nur zurückzulehnen und zu allem Nein sagen, das ist für die Stadtgemeinde, denke ich, zu wenig.